Eigentlich wollten wir diese Diskussion bereits gestern zu Mittag führen. Es war nicht möglich. Herr Kompatscher war in Rom mit dem Staatspräsident Napolitano. Vielleicht kann er uns auch berichten, was er erreicht hat, wenn es was zu berichten gibt. Aber wir wollen hier keine Wahlanalyse machen, wir wollen keine Wahlarithmetik machen. Es hat Diskussionsrunden gegeben, kleine, große Elefantenrunden. Das alles wollen wir heute nicht machen. Wir wollen über das Thema ländlicher Raum reden und über Inhalte reden. Guten Morgen, liebe Messebesucherinnen und Messebesucher hier auf der Areal, hier auf der Aktionsbühne des Südtiroler Bauernbundes. Unsere Diskussionsrunde dreht sich um das Thema Plattform Land, um die Drehscheibe ländlicher Raum und intelligente Flächennutzung. Und ich möchte kurz ein paar einleitende Worte dazu sagen. Es gibt eine gemeinsame Initiative von Gemeindenverband und Südtiroler Bauernbund. Der Gemeindenverband hat noch in der Person von Arno Kompatscher gemeinsam mit dem Bauernbund ein Einvernehmensgründungsprotokoll unterzeichnet, wo es darum geht, Weichen zu stellen für die Entwicklung des ländlichen Raums und auch für die Flächensicherung. Dieses Protokoll sollte oder soll der Startschuss sein für eine Plattform Land, die auch von vielen, möglichst vielen Partnern getragen werden soll. Wie diese Plattform ausgestaltet werden soll, was sie bewirken soll, und das, darum geht es in dieser Diskussion, die wir jetzt mit Arno Kompatscher und Leo Tiefenthaler führen wollen. Ganz kurz vorausgeschickt, viele von Ihnen kennen vielleicht die Studie des WIFO, die bereits vor circa eineinhalb Jahren oder zwei Jahren herausgefunden hat, dass es abwanderungsgefährdete Gemeinden in Südtirol gibt. 13 an der Zahl, aber es gibt natürlich auch noch mehr Gemeinden, die betroffen sind. Auf der anderen Seite hat der Südtiroler Bauernbund vor auch einem Jahr eine Studie zum Thema Flächensicherung herausgegeben, wo eben inhaltlich eruiert wurde, inwieweit und wie wir mit unseren Flächen in Südtirol umgehen. Meine beiden Gäste, glaube ich, brauche ich nicht vorzustellen. Ich mache es trotzdem. Zu meiner Rechten Leo Tiefenthaler, der Landesobmann des Südtiroler Bauernbundes, und noch weiter zu meiner Rechten Arno Kompatscher, ehemaliger Präsident des Gemeindenverbandes, nun meistgewählter Mandatar im Südtiroler Landwirt und im Südtiroler Landtag, und wenn ich es so sagen darf, dann ist Hauptmann in Spe. Ja, wie gesagt, diese Plattform Land soll aus zwei Schwerpunkten gespeist werden. Einmal aus dem Thema ländlicher Raum, einmal aus dem Thema intelligente Flächennutzung. Und Herr Kompatscher, wir haben uns hier an dieser Stelle eigentlich schon vor zwei Jahren getroffen, haben über dieses Thema diskutiert. Wir hoffen natürlich, dass dieses Thema Ihnen immer noch ein Anliegen ist, auch jetzt, nachdem Sie in den Landtag gewählt worden sind. Ist das so? Und vor allem, wie gedenken Sie, das Thema Abwanderung, abwanderungsgefährdete Gemeinden anzugehen? Ja, zunächst einmal einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Wir haben, wie gesagt, dieses Thema vor zwei Jahren hier diskutiert und es hat sich an der Aktualität überhaupt nichts geändert. Das ist ein zentrales Thema, insbesondere hier in Südtirol. Südtirol zeichnet sich eben ganz besonders dadurch aus, dass es gelungen ist, eine Politik für den ländlichen Raum zu machen in den letzten 40, 50 Jahren, dass es gelungen ist, auf dem Land Arbeitsplätze zu erhalten, auch für Wohnraum zu sorgen durch die Wohnbaupolitik, vor allem auch dafür zu sorgen, dass es Handwerksbetriebe vor Ort gibt, dass es Arbeitsplätze dadurch gibt, durch die Handwerkerzonen, die in den Dörfern errichtet worden sind. Und ganz besonders eben auch dafür zu sorgen, dass die Menschen auf den Höfen geblieben sind. Das sind die Erschließungen durchgeführt worden. Das wäre wirklich auch eine ganz besondere Leistung von Luis Durnwal, der das er schon früh erkannt hat, damals noch als zuständiger Assessor für Landwirtschaft, früh erkannt hat, dass diese Hoferschließung Voraussetzung dafür ist, dass die Leute weiter auf den Höfen bleiben können und wirtschaften können, weil es eben die Mobilität braucht, um auch Zunehmerwerb dann ausüben zu können. Diesen Zunehmerwerb eben auch dann vor Ort ermöglichen und nicht, dass man weit ab in die Städte fahren muss, denn das wäre dann die Abwanderung. Und wir haben in dieser WIFO-Studie, die zitiert worden ist, ja gesehen, dass wir als Südtiroler noch relativ gut dastehen.
Wir sind im Vergleich zu den anderen Regionen im Alpenraum, die gleichen geomorphologischen Voraussetzungen haben, noch relativ wenig von dem Phänomen Abwanderung betroffen. Es gibt zwar einige Gemeinden und dort gilt es eben dann ganz massiv einzusetzen, wo auch wir schon Probleme haben. Die Gründe sind dann unterschiedlich, wir werden vielleicht später noch im Detail besprechen können. Aber wir sind relativ gut aufgestellt und das ist eben genau aus dem Grund, weil man schon frühzeitig in Südtirol diese Politik für das ländliche Gebiet gemacht hat, ganz intensiv dort für Arbeitsplatz und Lebensqualität gesorgt hat und für Wohnraum in den ländlichen Gemeinden. Und deshalb ist es eben jetzt sicher eine Zielsetzung, das weiterzuführen. Allerdings ist das gar nicht so einfach, denn die Voraussetzungen, die wir jetzt schaffen müssen, die sind noch andere als in der Vergangenheit. Wenn wir früher die Straßen bauen mussten, um nur ein Beispiel zu nennen, so gilt es jetzt, die Breitbandanbindung herzustellen, bis wirklich zum letzten Haus, zum letzten Hof, um auch dort wieder eine Möglichkeit für erfolgreiches Wirtschaften in Zukunft zu schaffen. Das Internet und die Datenverbindungen, das sind die Straßen des 21. Jahrhunderts. Es gibt übrigens auch noch heute einige Bereiche, wo auch noch im Straßenwesen einiges zu tun ist. Es ist nicht so, dass das ländliche Wegenetz jetzt bereits fertiggestellt ist zur Ganze und dass es nicht dort auch wieder Herausforderungen gibt, was die Erschließung anbelangt. Aber es gibt eben noch diese zusätzlichen Voraussetzungen und auch was die Arbeitsplätze anbelangt, müssen wir schauen, dass wir weiterhin die Möglichkeit schaffen, dass wir innovative Unternehmen und innovative Tätigkeiten auch in den Dörfern haben. Und dort, dann schließe ich gleich den ersten Einstieg einmal, und dort ist vor allem die Herausforderung auch, dass wir entgegenwirken diesem allgemeinen Trend zur Konzentration. Es gibt jetzt diesen Trend, es wird immer konzentriert, die Unternehmen legen ihre Betriebsstätten zusammen, auch ihre Verwaltung, und dieses Zusammenlegen erfolgt dann meistens in den Städten und in die Städte. Die Vereinten Nationen haben in einer Studie herausgefunden oder festgestellt, dass es voraussichtlich so sein wird, dass im Jahr 2050 bereits 70% der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Also diese Tendenz ist eine weltweite Tendenz der Urbanisierung, dass alles in die Städte zieht, ganz besonders eben auch befeuert durch diese Tendenz zum Synergien schaffen, zum Konzentrieren von Wirtschaften. Und das bedeutet, dass eben dann noch mehr Landflucht stattfindet mit gravierenden Problemen, nicht nur für den ländlichen Raum, sondern auch für die Städte. Es ist also auch im Interesse der Städte, dass eine gezielte Politik für den ländlichen Raum gemacht wird. Und wir sind, wie gesagt, jetzt noch gut aufgestellt und müssen jetzt auch entgegenwirken, indem wir gerade auch im öffentlichen Bereich schauen, dass wir nicht auch dort nicht alles in die Städte konzentrieren, sondern dass wir auch dort schauen, dass wir Dienstleistungen und eben auch Arbeitsplätze auch vor Ort erhalten. Wir können bei den Krankenhäusern beginnen, diese Diskussion, das geht aber auch weiter zu ganz einfachen Verwaltungsdienstleistungen. Die Diskussion um die Gerichtssitze haben wir in den letzten Wochen und Monaten verfolgt. Also da gilt es wirklich massiv anzusetzen, damit wir draußen dieses Wirtschaften weiter ermöglichen. Und das betrifft dann schon auch, wenn wir über das Wirtschaften generell reden, ganz, ganz präzise die Landwirtschaft. Jetzt schließe ich den Kreis wieder, denn unsere Wirtschaftskreisläufe und unsere regionalen kleinen Kreisläufe sind ganz massiv voneinander abhängig, interdependent. Das heißt, wir müssen für alle die Voraussetzungen schaffen draußen, damit wir auch in Zukunft die Landwirtschaft draußen erfolgreich halten können, insbesondere auch für die Zukunft Nebenerwerbsbauern, aber nicht nur. Nicht nur, denn nur wenn ich Lebensqualität und Dienstleistungen vor Ort habe, haben auch zum Beispiel Jungbauern überhaupt noch das Interesse, einen Hof zu übernehmen und auch dort eben weiterzuführen. Und deshalb diese Plattform, die sich zum einen das zum Ziel setzt, Strategien zu entwickeln für eine erfolgreiche Politik für den ländlichen Raum und zum anderen eben auch für die Flächensicherung ganz besonders, dass wir nicht weiter diesen Flächenfraß fortführen der letzten Jahre, indem wir mehr Raum vor Grün nutzen, also Bestandsvolumen mehr nutzen und weniger grüne Fläche. Aber dazu vielleicht können wir in einer zweiten Runde noch einiges sagen. Ja, ich möchte dieses Stichwort gleich aufnehmen, Flächensicherung, intelligente Flächensicherung, ein Thema, das sich der Bauernbund zu einem Kernthema gemacht hat. Leo Diefenthaler, Landesobmann des Südtiroler Bauernbundes, Sie die Frage, wie hängt das Thema Flächensicherung mit dem Thema ländlicher Raum zusammen? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, meinerseits auch einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen und auch ein Dankeschön. Und ein Dankeschön dem Arno Kompatscher, dass er sich zur Verfügung stellt, hier mit
uns gemeinsam auf der Aktionsbühne des Südtiroler Bauernbundes zu stehen und dieses Projekt, dieses gemeinsame Projekt Plattform Land vorzustellen bzw. eben dann langsam in die Praxis umzusetzen. Und ich denke, dass die Flächensicherung für uns in der Landwirtschaft natürlich ein zentrales Thema ist. Auch aufgrund der Tatsache, der Grund und Boden ist unser Arbeitsplatz. Das kann man ganz klar sagen. Ohne Grund und Boden hört das Bauernsein, Landwirtschaftsbetreiben auf. Das wollen wir nicht, dem wollen wir entgegenwirken und dem haben wir schon in den letzten Jahren versucht, entgegenzuwirken. Und ich glaube, dass dies ein zentraler Punkt ist in unserer Arbeit, auch in der Arbeit des Bauernbundes. Und wir haben ja hier gemeinsam mit dem Gemeindenverband, vor allem mit Arno Kompatsch, eben dieses Thema erarbeitet und versuchen hier in diese Richtung weiterzugehen. Wie Dr. Kompatsch schon gesagt hat, dass eigentlich in den letzten Jahrzehnten die Politik in Südtirol schon einen sehr großen, massiven Grundstein gelegt hat in diese Richtung. Und ich glaube, dass dies ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen natürlich darauf aufbauen. Wir müssen schauen, dass wir dies, was wir übernehmen, erben, in diesem Sinne auch weiterführen und versuchen eben besonders im Bereich der Flächensicherung zu arbeiten, der Nutzung der bereits bestehenden Kubatur, weil dies ein ganz wichtiger Faktor ist. Wir wissen, in den letzten Jahrzehnten ist in Südtirol sehr viel, nicht nur in Südtirol, sehr viel verbaut worden, zum Teil notwendig gewesen, sei es im Bereich Wohnbau, sei es im Bereich Gewerbebau, auch die Landwirtschaft hat gebaut, wir müssen auch für unsere Haustür kehren. Und leider, was man beobachten muss, steht einiges an Kubatur frei, leerstehend herum. Und das ist ein Kritikpunkt unsererseits, wo wir eben aufpassen müssen, dass wir nicht immer wieder weiter auf die grüne Wiese erweitern, sondern dass wir versuchen, bereits bestehende Kubatur zu nutzen, in den Dorfzentren, in Gewerbezonen, aber auch in den landwirtschaftlichen Gebäuden. Und dann erst, wenn keine andere Möglichkeit mehr ist, wirklich erweitern. Es wird immer wieder Notwendigkeiten geben, um bestimmte Grundstücke noch zusätzlich auszuweisen. Zum Beispiel, wenn eine Straßenerweiterung stattfinden muss oder wenn ein Altersheim erweitert werden muss und wo es keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann stehen wir natürlich mit unserem Grund und Boden zur Verfügung. Aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo es Alternativen gibt. Und das wollen wir eben mit diesem Projekt darauf hinweisen und versuchen, in diese Richtung zu arbeiten. Vielleicht, um nochmal die Brücke zu schlagen zum ländlichen Raum, Herr Tiefenthaler, vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage. Warum ist der ländliche Raum speziell für die Landwirtschaft, für die Bäuerinnen und Bauern von so großer Bedeutung? Ja, ist ganz klar. Also die Landwirtschaft wird ja im ländlichen Raum betrieben. Also wir haben ja draußen vor Ort eigentlich unseren Arbeitsplatz, sei es in den letzten Gemeinden, Fraktionen und vor allem Höfen. Also wenn es eine Abwanderung gibt, wenn eine Abwanderung stattfindet, und wir haben Beispiele genug in den Nachbarsprovinzen, zum Beispiel in Belluno, sieht es diesbezüglich sehr schlecht aus. Also hier hat es eine gewaltige Abwanderung in den 50er, 60er Jahren gegeben, aber auch in den 90er Jahren wiederum. Aber nicht nur dort, auch im Apennin, auch in Zentralfrankreich hat es gewaltige Abwanderungswellen vom Land gegeben. Und da ist natürlich der Erste, der betroffen ist, ist der Bauer draußen, der den letzten Hof bewirtschaftet. Genau von dort fängt die Abwanderung an. Und Arno Kompatsch hat es vorher schon angeschnitten, wenn wir imstande sind, draußen Arbeitsplätze zu schaffen, zu erhalten, dann werden wir auch den ländlichen Raum und vor allem die Landwirtschaft erhalten. Auch aufgrund der Tatsache, weil wir eigentlich hier in Südtirol und auch in anderen Provinzen und Regionen sehr, sehr klein strukturierte Landwirtschaft betreiben. Also die Betriebe sind klein, die Höfe haben relativ wenig Fläche. Wenn man sich spezialisieren kann auf einen bestimmten Bereich und dann ausgelastet ist, wie zum Beispiel mit einem Beerenobstbau oder auch überhaupt eine Intensivkulturobstbau, Weinbau, dann kann man auch mit relativ geringer Fläche wirtschaften, arbeiten und überleben. Aber in bestimmten Bereichen ist das nicht möglich. Und deswegen müssen wir auch schauen, ein zusätzliches Einkommen zu schaffen, entweder eine Möglichkeit, irgendwo in einer Handwerkszone einem Nebenerwerb nachzugehen oder vielleicht mit einem Urlaub am Bauernhofbetrieb, wenn jemand die Voraussetzungen hat. Das ist, muss ich sagen, hier in Südtirol
ein Boom geworden. Wir haben über 2800 Betriebe, die Urlaub am Bauernhof betreiben. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus, die direkt hier funktioniert, aber auch mit der Hotellerie, mit der Gastronomie, im Bereich Verkauf, Produktion und Verkauf natürlich von Lebensmitteln, die draußen auf dem Hof hergestellt werden. Das, glaube ich, ist Zukunftsmusik. Es wird ja schon zur Zeit betrieben, aber ich glaube, dass dies für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ein ganz großer Aufgabenbereich für uns, für den Bauernbund, für die Landwirtschaft, aber auch für die Politik ist. Und hier glaube ich, dass wir von vornherein schon einen Schulterschluss gefunden haben, auch aufgrund der Tatsache, weil es schon in den letzten Jahrzehnten so war. Wir, wenn wir in diese Richtung weiterarbeiten, dann sehe ich auch eine sehr, sehr gute Zukunft für uns Südtiroler. Es gibt mir ein gutes Stichwort, es geht auch um Produktion in den Berggebieten. Und da möchte ich die Frage an Arno Kompatscher richten. Ich habe vor kurzem ein Zitat aus der Schweiz gelesen, wo der Verantwortliche für das Forum Berggebiete sagt: Zunehmend fehlt das Verständnis in der städtischen Bevölkerung für den ländlichen Raum, für das Arbeiten dort. Am liebsten würde die städtische Bevölkerung sozusagen das Berggebiet als Naturreservat für sich nutzen und keinen Einschränkungen unterworfen sein. Ist das auch ein Thema für Südtirol? Sind solche Wolken am Himmel oder sind wir da weit davon entfernt? Na, ich muss sagen, Gott sei Dank gibt es bei uns schon das Bewusstsein, dass wir uns, wenn wir draußen in der schönen Landschaft unterwegs sind, nicht oder in der Regel nicht im Naturraum bewegen, sondern im Kulturraum, der von Menschenhand geschaffen ist. Und dieser Denkweise liegt eben ein Missverständnis zugrunde. Diese wunderschöne Landschaft, die wir im Südtirol erleben, ist zu einem großen Teil von Menschenhand geschaffen. Das ist das Ergebnis auch des bäuerlichen Wirtschaftens. Schlicht und einfach, das schafft die Kulturlandschaft, die dann zum Erlebnis führt. Denn wir sehen, wie Naturlandschaft ausschaut, wie sie nicht bewirtschaftet ist. Wir brauchen nur in die Nachbarprovinzen gehen und dann findet dort auch dieses touristische Erlebnis, sei es jetzt für den Gast oder eben für den Einheimischen, dieses Freizeiterlebnis nicht in dieser Qualität mehr statt. Deshalb muss natürlich dieses Verständnis auch weiterhin geschaffen werden, dass gerade auch dieses Bewirtschaften der Flächen diese Kulturlandschaft herstellt, die wir dann eben auch als jene, die dann nicht tätig sind in der Landwirtschaft, aber trotzdem aus Nebennutzen genießen können. Das ist praktisch ein externer Effekt, ein positiver externer Effekt, der durch das landwirtschaftliche Wirtschaften entsteht und der ja als solcher auch honoriert werden soll. Und zwar nicht in der Form, dass der Bauer dann Landschaftsgärtner ist, das ist eben auch eine Debatte, die wir längst überwunden haben, sondern in der Form, dass man eben weiterhin jene unterstützenden Maßnahmen setzt, die Voraussetzung für dieses Bewirtschaften der Fläche sind, um auch diesen positiven Nebeneffekt zu erhalten. Und das bedeutet eben insbesondere auch, wir sind bei der Produktion dann diese kleinen regionalen Kreisläufe fördern. Die Menschen haben heute ein wesentlich größeres Bewusstsein dafür, dass sie schon interessiert, woher ein gewisses Lebensmittel kommt, was ich da esse, wer das produziert hat und wo das produziert worden ist. Und es gibt auch zunehmend eine Bereitschaft, einen Preis dafür zu bezahlen. Und genau das ist die Zukunftschance für unsere Region, eben die Qualität des Produkts und auch die Herkunft des Produkts ganz klar in den Vordergrund zu stellen. Mit zum Beispiel dem Schutz der Bergmilch insbesondere ist das jetzt auch auf europäischer Ebene gelungen. Und vor allem ist es auch gelungen, dass gerade unsere Produktionstätigkeit, wie wir sie haben, wo dann letztendlich die Molkerei halt auch höhenmäßig etwas niedersteht, aber dass es auch genau in diese Schutzkategorie hineinfällt. Und das ist besonders wichtig, denn das ist eine Voraussetzung dafür, dass der Konsument auch erkennt, eben Herkunft und Qualität eines Produktes. Und das gilt jetzt nicht nur für die Milch, ganz klarerweise, und für die veredelten Produkte aus der Milch, denn vor allem darin liegt der Zukunft und sicher nicht nur im Grundprodukt. Das gilt auch für alle anderen landwirtschaftlichen Produkte in Südtirol, dass eben die Qualität und die Herkunft verbunden mit dieser Qualitätsmarke Südtirol, die wir ja eigentlich sehr gut ausgeprägt haben. Die große Zukunftschance ist auch für das landwirtschaftliche Produkt. Allerdings muss es uns noch mehr gelingen, auch den Absatz dann in der heimischen Gastronomie noch verstärkt zu fördern. Es hat Fortschritte gegeben in diesem Bereich in den letzten Jahren, aber aus meiner Sicht haben wir da noch sehr viel Luft nach oben, um dort auch noch verstärkt gerade auch einen Mehrwert für den Tourismus zu haben, weil die Authentizität unseres touristischen Angebots auch mit dem Produkt zusammenhängt, das wir im Betrieb anbieten. Dankeschön, Arno Kompatscher. Wir diskutieren hier
über die Plattform Land. Heute gibt es den Startschuss für die Plattform Land, gebildet von Gemeindeverband und Südtiroler Bauernbund. Aber das sollen nicht die einzigen Betreiber sein. Es sollen noch weitere Partner, Mitglieder dieser Plattform geben. Die sollen gewonnen werden. Wie soll das gelingen? Und was haben die Partner von Theo Tiefenthaler? Ja, wir haben jetzt den Startschuss gegeben als Bauernbund gemeinsam mit dem Gemeindeverband. Und wir möchten natürlich hier verschiedene Partner dazu gewinnen. Ich glaube, es ist auch notwendig, dass die verschiedenen Verbände, die Wirtschaftsverbände auch mit aufgenommen werden, ob es jetzt im Bereich Tourismus, Handwerk, Industrie, Handel ist oder auch zum Beispiel die Handelskammer, die hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Aber es sind auch andere Vereine und Organisationen gebeten, mitzutun, weil wir überzeugt sind, dass es eigentlich die gesamte Bevölkerung braucht, um eben diese Plattform Land zu unterstützen, weil es uns alle angeht. Es geht nicht nur die Landwirtschaft an, es geht nicht nur die Gemeinden an, es geht eigentlich die gesamte Bevölkerung an. Und ich glaube, dass wir hier ganz sicherlich gut tun, auch Vereine und Organisationen, wie zum Beispiel die Schützen haben sich schon gemeldet diesbezüglich, der AVS und verschiedene andere Verbände, die eigentlich auch in diese Richtung arbeiten, die vor allem mit der Heimat verbunden sind, die mit Kultur zu tun haben und so weiter. Ich glaube, hier haben wir wirklich offene Türen für jeden und jede, die sich interessiert, eben diesbezüglich auch uns zu unterstützen. Die Plattform wird natürlich auch inhaltliche Arbeit leisten. Wie kann es gelingen, diese Inhalte an die Politik weiterzutragen? Ja, wir werden natürlich in dieser Plattform sehr demokratisch arbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man jeden zu Wort kommen lässt, dass auch verschiedene Ideen gebündelt werden und dass man dann natürlich auch einen Sprecher oder eine Sprecherin ernennt. Und dieser Sprecher oder diese Sprecherin soll dann auch das Verbindungsglied zwischen dieser Gruppe, zwischen dieser Plattform und der Politik darstellen. Aber ich glaube, dass wir auch wahrscheinlich, wie es aussieht, einige Politiker mit in der Plattform haben, weil ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Und deshalb gibt es ja hier schon einen direkten Draht zur Politik. Und ich denke, dass wir hier sicherlich kein Problem haben werden, diese Verbindung, diese Information eben an die Politik weiterzugeben. Stichwort institutionelle Partner. Es werden natürlich dieser Plattform, so hoffen wir, viele Verbände und Vereine beitreten. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass öffentliche Verwaltung, dass eben institutionelle Partner auch mit an Bord sind, die ja auch die Rahmenbedingungen dann schaffen können. Arno Kompatscher, wie können Sie sicherstellen oder was können Sie dazu beitragen, dass dies gelingt? Ja, zunächst einmal ist ja ein Gründungspartner der Südtiroler Gemeindeverband und der Rat der Gemeinden, der hat ja inzwischen durch die Aufwertung, die Gemeinden erfahren haben, ich sehe ja Arnold Schuler hier sitzt, der war ja maßgeblich daran beteiligt, durch diese Aufwertung jetzt auch die Gutachtertätigkeit zu allen Gesetzen und Verwaltungsmaßnahmen der Südtiroler Landesregierung, die eben auch Auswirkungen und durchaus auf diese Themenstellungen haben. Und somit wird man insbesondere auch dadurch, dass man Mitglied dieser Plattform ist, auch als Rat der Gemeinden ein größeres Bewusstsein dafür haben, schon bei der Gutachtertätigkeit, welche Auswirkungen Gesetze auf den ländlichen Raum haben, zum Beispiel auf die Flächennutzung, wenn wir darüber dann diskutieren, wie soll in Zukunft zum Beispiel Gewerbebaulandbeschaffung gefördert werden, ist es nach wie vor sinnvoll, dass wir dort Beiträge geben, in einem für die Infrastrukturen, die errichtet werden, zum anderen für den Grunderwerb, aber gleichzeitig, wenn jemand eine bestehende Werkshalle kauft, er eigentlich nur für die Werkshalle einen Beitrag kriegt, also weniger die öffentliche Hand eigentlich unterstützt den Erwerb eines bestehenden Gebäudes als die Verwendung von neuem Grünland. Und das macht eigentlich nicht Sinn. Das heißt, wir müssen dort zum Beispiel ganz intensiv für einen Ausgleich sorgen, dass es attraktiver wird, bestehende Betriebsgebäude zu nutzen. Das nützt letztendlich allen der Gesamtgesellschaft, denn wir haben in Südtirol wenig verfügbare Flächen insgesamt. Also für die bauliche Nutzung, für die Landwirtschaft, denn der größte Teil unseres Landes ist halt Berggebiet, das zwar wunderschön anzuschauen ist, aber nicht nutzbar im engeren Sinne. Und deshalb wird man auch in Zukunft eben, gerade weil man jetzt diese Plattform hat und dort den ständigen Austausch bringt, auch bei der Gutachtertätigkeit in den Gemeinden schon verstärkt auch diesem Anliegen Rechnung tragen. Und dann gehe ich schon davon aus, dass es jetzt auch diese Vernetzung mit den anderen Institutionen, Landtag, Landesregierung und
so weiter gibt, genauso eben auch wie mit den verschiedenen Verbänden, die ja auch in Südtirol natürlich maßgeblich an der Bildung der öffentlichen Meinung und die letztendlich dann auch zu den politischen Entscheidungen führen, beteiligt sind. Herr Kompatsch, Sie haben es schon angesprochen und einige Beispiele genannt. Vielleicht können Sie noch mehr ausführen, noch weiter ausführen, welche Schwerpunktthemen diese Plattform Land bearbeiten sollte. Welche Notwendigkeiten sehen Sie, welche Prioritäten sehen Sie? Ja, zum einen eben ganz klar die Priorität, dass man bei der Gesetzgebung darauf achtet, dass die Maßnahmen, die erlassen werden, ob das eben jetzt Gesetze sind oder Verordnungen, wirklich auch berücksichtigen, welche Auswirkungen sie zum einen haben auf die Tätigkeit im ländlichen Raum, also auf die Landwirtschaft selbst, ja, inwieweit dadurch es zu Einschränkungen, zu Belastungen, insbesondere auch zu bürokratischen Belastungen kommt durch bestimmte Maßnahmen. Zum anderen aber auch die Entwicklung generell betrachtet, inwieweit schaffe ich es dadurch, eben Arbeitsplätze zu erhalten, draußen, oder ist verstärkt sogar zu fördern, dass die Menschen vor Ort bleiben und nicht eben diesem allgemeinen Verstädterungstrend folgen, dass der ländliche Raum natürlich dadurch an Qualität verliert. Und wir kennen das, wir wissen, dass die Abwanderung beginnt mit dem Verlust des qualitativ hochwertigen Arbeitsplatzes. Das ist der Beginn eines Kreislaufes, der dann zum Schluss eben zum verlassenen Dorf führt und zum verlassenen ländlichen Raum. Und deshalb gilt es eben gerade in dieser Plattform zum einen, das sicherzustellen, dass die Politik weiterhin darauf bedacht ist, das zu tun. Und das zweite ist eben das große Thema der Flächensicherung. Und dort haben wir jede Menge an Gestaltungsmöglichkeiten. Ob das jetzt das Raumordnungsgesetz im Allgemeinen ist, ganz klar, das Zentrale ist das Landschaftsschutzgesetz genauso, aber vor allem eben das Raumordnungsgesetz und die Gestaltungsmöglichkeiten, die daraus sich ergeben, wie zum Beispiel auch über die Baulandpläne und die Ausweisung von Flächen oder eben die Nichtausweisung von neuen Flächen, weil Leerstand vorhanden ist, weil man es zur Bedingung macht, bevor neue Flächen ausgewiesen sind, zu überprüfen, inwieweit Leerstand für Nutzen vorhanden ist. Das kann auch ist eine der Strategien, aber vielmehr noch ein Beispiel zum Beispiel aus der Wohnbauförderung. Wir haben in der Vergangenheit es nicht gefördert, wenn Gemeinden bestehende Gebäude erworben haben, um sie dem geförderten Wohnbau zuzuführen. Das gibt es jetzt erst seit wenigen Jahren, seit 2 Jahren gibt es jetzt eine Form, wo die Gemeinden auch da gefördert werden, und das greift insbesondere in vielen Gemeinden jetzt, wo sehr viel Leerstand vorhanden ist, aber auch da kann man noch wesentlich mehr tun, denn auch da gibt es aus meiner Sicht noch eine Unverhältnismäßigkeit der Förderung, weil man nie berücksichtigt, dass man bei Nutzung von neuem Bauland wesentlich größere Aufgaben als öffentliche Hand hat, weil man die ganzen Infrastrukturen schaffen muss und noch viel mehr. Dann geht es darum, eine Schulbusverbindung zu machen und eine neue, also von der Beleuchtung und die anderen Dinge gar nicht zu sprechen. Und auch neue öffentliche Einrichtungen im Sinne von Kindergärten, weil es zu weit weg ist und so weiter. Und deshalb muss man vermehrt wieder die alten Ortskerne nutzen und dort den Bestand nutzen. Und dafür müssen wir eben ganz konkret auch über diese Plattform die Vorschläge ausarbeiten, damit das passiert, damit Flächen gesichert werden, damit es nicht zu weiterer Flächenfraß durch das Bau kommt. Und das gilt für alle Bereiche, ob das jetzt Wohnbau ist, dass das Gewerbenutzung ist, aber auch für die Landwirtschaft selbst. Also das, auch das muss man ganz offen sagen. Das gilt wirklich für alle, die in diesem Bereich tätig sind. Dankeschön. Wir geben heute hier auf der Aktionsbühne des Südtiroler Bauernbundes den Startschuss für die Plattform Land. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Fragerunde. Und ich möchte die Frage an Leo Diefenthaler, den Obmann des Südtiroler Bauernbundes, richten. Heute geben wir den Startschuss für die Plattform Land. Wo soll die Plattform Land in 2 Jahren stehen? Was soll sie umgesetzt, was soll sie angeleiert, angeregt haben? Ja, wir möchten natürlich heute voll starten, möchten in 2 Jahren natürlich einige Verbände, Organisationen, Vereine, aber vor allem natürlich viel Bevölkerungsschichten ansprechen und auch in unser Forum aufnehmen. Ich glaube, dass dies ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil wir die breite Basis eben abdecken möchten. Was ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir auch schauen, dass wir wirklich in der Peripherie raus, und hier bin ich froh, dass Arno Kompatscher, unser Spitzenkandidat und auch Landeshauptmann in Spee, Bürgermeister von Völs war, muss man jetzt sagen, war,
und natürlich in dieser Gemeinde direkt am ländlichen Raum draußen gewirtschaftet und Politik betrieben hat und eben diesen Ziel auch sehr viel Erfahrung gesammelt hat und die Problematik bis ins Detail kennt. Und ich glaube, dass wir hier einen großen Fürsprecher haben für den ländlichen Raum und dass wir hier gemeinsam mit der Bevölkerung draußen schauen müssen, dass wir wirklich für die nächsten Jahrzehnte etwas schaffen, etwas erhalten. Ich glaube, das Erhalten ist ganz ein wichtiger Faktor, aber auch etwas dazu gewinnen und zwar die Lebensqualität verbessern können, um eben die Abwanderung des ländlichen Raumes zu verhindern. Herr Tiefenthaler, konkret, was sind besonders die Anliegen der Landwirtschaft, die Sie möchten verwirklicht sehen in 2 Jahren? Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass draußen Arbeitsplätze erhalten bleiben, vielleicht neue geschaffen werden. Wir haben Möglichkeiten innerhalb der Landwirtschaft, zum Beispiel bei der Gewinnung von Energie. Es sind Möglichkeiten in diesem Bereich, in diesem Sektor möglich. Und zwar, wir haben ja sehr viel Wald in Südtirol, sei es im privaten Besitz, sei es auch im Gemeindebesitz. Und ich glaube, dass wir hier bestimmte Chancen haben, mit der Energiegewinnung auch gleichzeitig natürlich Arbeitsplätze neu zu schaffen. Und nicht die Energie von weiß Gott woher in Form von Öl oder Gas zu holen, sondern direkt vor unserer Haustür zu nutzen, weil wir auch wissen, dass zum Teil die Wälder untergenutzt sind. Also wir schlägen nur ungefähr 50% vom heutigen Zuwachs und die Wälder veraltern. Also hier hätten wir einen Gewinn, sei es für den Wald, sei es für die Bevölkerung, sei es für die Energie, die wir ja hier vor Ort brauchen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten hier direkt am Land draußen gemeinsam Arbeitsplätze zu schaffen, zu erhalten, aber vor allem diesbezüglich auch die Höfe zu erhalten draußen, die Landschaft zu erhalten, die sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, die Landschaft spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern vor allem für den Tourismus, aber auch für die gesamte Bevölkerung in Südtirol. Also wir halten uns ja 365 Tage im Jahr hier in Südtirol auf und deswegen ist es ja für uns selbst wichtig, dass wir eine gepflegte Landschaft haben. Wenn die Landwirtschaft funktioniert, dann haben wir den Grundstein gelegt für einen funktionierenden Tourismus. Der Tourismus ist, wissen wir alle, der Motor der heutigen Wirtschaft. Wenn der Tourismus und die Landwirtschaft gemeinsam zusammenarbeiten und eben direkt diese Basis bilden, dann hat auch das Handwerk Arbeit, dann hat der Handel Arbeit und dann hat auch die Kleinindustrie Arbeit. Und das wollen wir gemeinsam für die Zukunft eben erreichen. Danke, Leo Tiefenthaler. Dieselbe Frage auch an Arno Kompatscher. Allerdings bitte ich auch um eine Ergänzung Richtung internationale Vernetzung. Bayern macht oder hat bereits einen Aktionsplan demografischer Wandel gemacht. Die Schweiz ist dabei, eine Strategie für die Berggebiete und den ländlichen Raum zu erarbeiten. Wie kann die Plattform beitragen? Wo kann die Plattform in 2 Jahren stehen? Und wo können wir als Südtirol als Land stehen? Ja, die Plattform zum einen trägt sicher schon allein dadurch bei, dass sie existiert und eine Plattform für den Austausch von Meinungen und Vorschlägen in diesem Bereich ist, dass eben Bewusstseinsbildung entsteht, aber auch eben Ansprechpartner für die, oder Impulsgeber für die Politik ist, aber dann eben auch Ansprechpartner und für die verschiedenen Akteure in dem Bereich tätig sind. Was die internationale Zusammenarbeit anbelangt, so hat ja sowohl zum einen der Bauernbund als auch der Südtiroler Gemeindeverband ja auch bisher die Zusammenarbeit gepflegt, insbesondere eben auch mit den Regionen, die dieselben Voraussetzungen haben wie wir, die eben auch Berggebiet sind und Berglandwirtschaftsgebiet sind und somit auch dieselben Problemstellungen zu erledigen haben und die eben auch dieses Thema der Peripherie und der Zentren haben, dass eben immer mehr Abwanderung stattfindet. Wir haben auch zum Beispiel der Südtiroler Gemeindeverband erst im letzten Jahr eine Lehrfahrt nach Bayern gemacht, um uns dort im Frankenland wirklich schlau zu machen, auch darüber, weil dort findet Abwanderung zum Beispiel massiv statt, welche die Strategien in Bayern sind. Und umgekehrt sind bayerische Vertreter zu uns gekommen, um sich anzuschauen, was wir machen wollen. Nur eines noch zu ergänzen vielleicht, wir reden sehr viel von Raumordnung, von Erschließung, von Infrastruktur, von Erhaltung von Arbeitsplätzen vor Ort durch solche Maßnahmen. Aber es geht sehr viel weiter. Es ist zum Beispiel auch die Tatsache, ob eine angemessene Kleinkinderbetreuung draußen auch im ländlichen Raum vorhanden ist, damit ich
berufstätig sein kann, auch ein Standortfaktor für den ländlichen Raum und zum Beispiel, dass man jetzt die Tagesmüttertätigkeit mit der neuen Gesetzgebung zunehmend fördert. Das eröffnet viele Möglichkeiten. Zum einen für diejenigen, die diese Tätigkeit anbieten werden. Das ist gerade auch für Bäuerinnen zum Beispiel eine Zunehmerwerbstätigkeit, die sich dann anbieten wird, aber auch für jene, die sie in Anspruch nehmen, weil sie selbst dann wieder beruflich leichter Tritt fassen können. Und auch solche Dinge gehören dazu. Es ist also ein Querschnittsthema. Und deshalb müssen wir uns ganz stark austauschen, auch mit unseren Nachbarregionen, welche Strategien dort Erfolg bringen und welche zum Beispiel auch zum Misserfolg geführt haben und nichts gebracht haben, denn man soll ja auch von den Fehlern anderer lernen, indem man sie ganz einfach dann selbst nicht wiederholt. Und das müssen wir in Zukunft generell verstärken und das gilt nicht nur für diese Plattform und für die Politik für den ländlichen Raum, sondern wir sollten öfters als Südtiroler viel mehr über den Tellerrand hinausschauen. Es braucht auch diese verstärkte Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol. Das ist auch eines meiner ganz persönlichen Ziele, dass wir viel stärker mit dem Bundesland Tirol auch in Zukunft vernetzt und zusammenarbeiten, selbstverständlich auch mit dem Trentino, weil wir da auch eine wesentlich größere kritische Masse haben, um bestimmte Problemstellungen auch anzugehen. Wir sind halt nur 500.000 und das ist manchmal sehr viel, ist aber andererseits auch sehr, sehr wenig heute im europäischen Kontext und gemeinsam sind wir viel stärker und deshalb wird diese Zusammenarbeit auch mit den Schweizern, die da auch sehr gute Erfolge schon aufzuweisen haben, in Zukunft im Fokus stehen. Und gerade kann diese Plattform dann auch das der Startpunkt sein oder sagen wir der Ankerpunkt, wo wir diese internationalen Netze auswerfen können und eben genauso uns auch Best Practice, also beste Beispiele da reinholen können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Plattform uns wirklich nicht nur mehr Bewusstsein bringt, sondern letztendlich auch mehr konkrete Lösungen, damit wir weiterhin erfolgreich, ich betone weiterhin erfolgreich, den ländlichen Raum verteidigen können. Dankeschön, Hermann Kompatscher. Dieses Plädoyer könnten wir als Schlusswort stehen lassen. Es ist aber natürlich auch noch die Gelegenheit, vielleicht für ein, zwei Fragen aus dem Publikum. Hermann Kompatscher ist nicht jeden Tag hier auf der Aktionsbühne und in Zukunft wird es noch schwieriger sein, ihn sozusagen vor die Flinte zu bekommen. Deswegen, wenn es ein, zwei Fragen gibt, können wir diese hier noch stellen. Ich sehe, es gibt keine Fragen. Wir scheinen dieses Thema erschöpfend behandelt zu haben. Ich möchte aber trotzdem noch die Gelegenheit geben, entweder Hermann Kompatscher oder Leo Diepenthaler vielleicht noch ein Schlusswort auch noch an das Publikum zu richten. Ja, meinerseits mal ein herzliches Dankeschön, vor allem Arno Kompatsch, der sich zur Verfügung gestellt hat, trotz des dichtgedrängten Terminkalenders. Aber vor allem auch Dankeschön dir, Arno, für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die wir als Bauern und mit dir als Präsident des Gemeindeverbandes gehabt haben bis jetzt. Und ich denke, dass wir das auch in Zukunft so weiter betreiben werden. Ein Dankeschön an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, die sich Zeit genommen haben, hier zu sein und hier zu bleiben. Ich sehe, das Interesse ist groß und ich glaube, dass wir hier mit dieser Plattform Land wirklich das Schwarze ins Zentrum getroffen haben. Und ich glaube, dass wir hier in dieser Richtung, wie wir hier ja die Diskussion geführt haben, weiterarbeiten werden, verstärkt weiterarbeiten werden. Und Arno Kompatsch hat es schon gesagt, wir wollen in diese Richtung weiterarbeiten und das erreichen, was eigentlich unsere Vorfahren, wenn man das so sagen will, mitgegeben haben und auch die politischen Grundsteine gelegt haben. Ich glaube, dass dies ganz ein wichtiger Faktor ist, aber das können wir nur, wir als Bauernbund mit der Politik gemeinsam, aber vor allem gemeinsam mit der gesamten Bevölkerung erwirtschaften. Und wir sind auf einem guten Weg und ich wünsche uns diesbezüglich natürlich alles, alles Gute. Danke Ihnen nochmals fürs Kommen.